Der Däne Lars Andersen gilt als einer der besten Bogenschützen der Welt. Zu sehen sind seine spektakulären Tricks in diesem YouTube-Video. Laut Andersen hat das Bogenschießen aus den Hollywood-Filmen wenig mit der damaligen Realität zu tun. Mit Hilfe von historischen Bildern hat er sich die Techniken der alten Meisterschützen angeeignet, so wie sie seit Jahrtausenden existieren. Andersen behauptet zum Beispiel, dass der Bogenköcher früher kaum verwendet wurde. Stattdessen hat man die Pfeile in der rechten Hand gehalten und direkt abgefeuert. Außerdem haben die Schützen damals den Pfeil auf der rechten Seite des Bogens platziert, anders als die meisten Schützen heute. So hatte man den kürzesten Weg und konnte in der Schlacht am schnellsten abfeuern. Dank dieser längst verloren geglaubten Techniken hat Lars beeindruckende Tricks auf Lager. Er kann zum Beispiel mit beiden Händen schießen, seinen Pfeil mit Hilfe einer Schwertklinge in zwei Teile spalten, Pfeile aus der Bewegung heraus fassen und schießen oder sogar Pfeile des Gegners fangen und zurückschießen. Laut alten Schriften konnten die damaligen Meisterschützen drei Pfeile in weniger als 1,5 Sekunden abfeuern. Dank hartem Training schafft es Lars in sagenhaften 0,6 Sekunden. Sein ultimativer Trick ist aber vielleicht dieser hier. Andersen lässt seinen Pfeil auf sich zufliegen und schießt diesen blitzschnell ab, bevor er selbst getroffen wird. Unglaubliche Bilder von einem wahren Meisterschützen.